Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Pokémon Revolution Online. Ja, wir sind hier immer noch im östlichen Teil des Valley of Steel und ich frage mich immer noch, wie weit es hier eigentlich geht. Hier kann man, denke ich mal, nicht lang, deswegen würde ich sagen, wir schreiten gleich mal zur Tat und fragen mal die gute Irina. Okay, die gute Irina hat ein paar recht gute, schlagkräftige Argumente. Sucker Punch, ja, natürlich. Ein Kecleon. Tü-tü-tü-tü-tü. Oh, guten Tag, Herr Fels. Ja gut. Ich hatte mich schon gefragt, wieso verliert dieser Flow auf einmal so mega viel Energie? Explosion. So, ich würde mal sagen, ich tausche da oben einmal aus. Ach du heilige Scheiße, da oben geht es ja noch weiter. Wie groß ist denn dieser östliche Bereich? Und was hat es mit diesen beiden anderen Bereichen auf sich? I don't know. Schönen Tag, Magnetilo. Wieso ist mein C3-King eigentlich auch so angeschlagen? Habe ich noch Hypertränke? Ja, aber gar nicht mehr so mega viele. Lol, da kommt man gar nicht hin. Das ist nur eine Verarsche. Wow, ernsthaft? Bronzor. Okay, wir könnten hier hochgehen oder erstmal Woody besuchen gehen. Woody, was geht? Lol, ist doch eine richtige Stadt. Da oben ist eine richtige Stadt. Hier ist doch irgendwas. Hier ist irgendetwas. Hier muss irgendetwas sein. Hier muss irgendetwas sein. Ich weiß es ganz genau. Hier ist nichts. Hier ist absolut nichts. Schade, hätte ja sein können. Nicht wahr, zu gut. Was für ein riesiger Felsen hier auf unserer rechten Seite ist. So, ach du heilige Scheiße. Ja, gut. Hallo. Wir trading. Tut ihr das mal? Ja. Das Kind scheint megamäßig begeistert zu sein. Ich sehe das schon. Wo sind wir denn hier? Valley of Steel East Peak. Aha.
Na, Cooper, alles fit? Oha, Sklaverei hier am Werk. Cooper, where's my tea? Ja, ja, schlimm sowas. Ich habe beides gerade nicht dabei. Moment, hat er dieses Bishop oder will er das? Me want a Bishop, you to have clear. Hä? Ist er doch schon irgendwie ein bisschen dämlich oder vertue ich mich da gerade? Aha. Was ist hier denn passiert? Komme ich da irgendwie. Aber hier ist ein Pokémon Center, das freut mich. Denn da kann ich meine Pokémon heilen. So, erstmal den Pokédex weiter auffrischen, so gehört sich das. Mhm. Na, Thomas, alles fit im Schritt. Ja, das hätte ich dir auch so sagen können. Tü, 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 tü. Ja, gut. Ey, steh nicht in mir drin. Mein Control. Ziemlich komische Typen, die hier rumlaufen. Nicht nur ich, sondern auch andere. So, was macht ihr denn hier? Ach, hier kommen klar. Ups. hi. Das war keine Absicht. Aha, ihr spielt mit Fake Pokébällen. Na, Officer, wie geht's? Aha, hier ist es sehr ruhig. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, es ist richtig so heißig. Aha. Mhm. Oh mein Gott, da ist ja wieder Steven. Guten Tag. Ja, ja. Mhm. Ah, ist das so wirklich? Okay, das klingt nach einem guten Deal. Ja, kein Problem. Steel Coins. Was sind denn Steel Coins? Kann ich hier was eintauschen? Das klingt gut. Aha. Hier kann man also Daily Quests machen. Okay, das klingt schon mal ganz gut. Gut, das können wir, denke ich mal, auch noch irgendwann machen, aber ich würde mich gerne doch im Valley of Steel erstmal ein bisschen umsehen, sage ich mal, denn bevor ich hier tägliche Quests absolviere, sollte ich mich hier doch schon mal ein bisschen auskennen, würde ich mal meinen, aber das können wir auf jeden Fall auch noch machen. Aha. Eine Gruppe von Pokémon hat begonnen, den westlichen Teil anzugreifen. Das sollen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube, das hat sogar Vorrang vor diesen Daily Quests.
Okay, ich würde mal sagen, wir sind hier im östlichen Teil fertig. Hier gibt es auf jeden Fall Daily Quests. Ja. Kann man machen. Okay, dann vermute ich mal ganz stark. So, gerade mal Flash einsetzen. Dann vermute ich mal ganz stark, dass wir an dem anderen Ende zum westlichen Teil kommen. Da dort dann wahrscheinlich die Hauptmission, sage ich mal, weitergeht, werde ich aber erstmal nach oben gehen. So, hier kommen wir ursprünglich her. Hier geht es dann gleich mal zum westlichen Teil, wo die gefährlichen Pokémon wüten. Das bedeutet, ich gehe erstmal hier rein. So. Okay, schönen guten Tag. Darf ich hier durch? Aha, okay, ich sehe schon. Ich komme hier erst rein, wenn ich mich um das Problem gekümmert habe. Okay. Tü-tü-tü-tü-tü. Los, Dodri! So, wo sind denn die bösen Pokémon? Hä? WTF? Ja. Ja, es braucht auf jeden Fall Hilfe. Und zwar Hilfe beim Wegrennen auf jeden Fall. So, hallo. Under Construction. Okay, wo sind jetzt hier die bösen Pokémon online? Da oben ist wieder Mai. Ja, genau. Genau das habe ich heute Nacht auch gesagt, als ich mich umgedreht habe. Genau das. Aha. Stella, was versteckst du dich denn hier hinten so? Okay. Hey Arnold, was geht? Kennt ihr auch die Serie Hey Arnold? So, ich denke mal, Pokémon-Hallen brauchen wir nicht. Das habe ich bereits getan. Wie viele Leute hier drin stehen? Wenn du da runterspringen würdest, würde das wahrscheinlich nicht so gut ausgehen. Ja, alles klar. Gut. Mit dir haben wir schon gesprochen. Mit Mai. Ja, mit Mai kann ich gleich auch noch sprechen. Ein Pokéball. Na mal. Take care, ja. Mehr ist hier nicht. Hm.
Aber hier ist doch alles friedlich. Hier ist doch nichts. Scheint eine interessante Fernsehsendung zu sein. Ach, hier geht's ja noch weiter. Okay. Alter, was ist denn hier los? Full House oder was? Genau. Das klingt doch gut. Beschäftigt euch mal weiter damit. Erstmal ein ordentliches Sauflied anstimmen. So sieht's nämlich aus. Oh, hier ist jemand verängstigt. Gänger, dürfte ich dich fragen, was das soll? Hat die mir jetzt ernsthaft dieses Haus hier geschenkt? Wieso sagt er bei diesem einen Schrank, dass da nichts ist? Gerade bei dem. Na, Magneton, wie geht's? Wow, wow, wow. Okay, ich mach gerade gar nichts. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich häng fest. Habe ich gerade einen Bug? Ich kann mich nicht bewegen. Ich hänge quasi in der Bewegung fest. Ich glaube, mein Charakter wollte gerade hier hinrennen und dem Pokémon helfen. Ja, ich logge mich gerade nochmal neu ein. Okay, jetzt kann ich mich mehr bewegen, sehr gut. Aber ich glaube, erstmal werde ich gegen den hier kämpfen. Was ist das denn? Was bist du denn? Oh oh. Schmerzen. Ich glaube, ein Eisstrahl wäre da vielleicht doch ein bisschen angebracht, da habe ich so das Gefühl. Yep. Und natürlich mal wieder der Freeze. Interessant, wie der gute Nemesis hier immer in diesem hohen Gras rumläuft. Gibt es hier irgendetwas Interessantes?
Hier gibt es ein Membership-Pokémon, was ich tatsächlich noch nicht kenne. Okay, da unten geht es noch weiter. Da ist ein Trainer. Der möchte offensichtlich nicht kämpfen. Lol. Die Pokémon sind hier wirklich böse. Frechheit. So, hätten wir das Magnetilo schon mal besiegt. Dann kümmern wir uns doch mal direkt um das 2T. Wieso rasten die Pokémon hier alle aus? Man weiß es nicht. Gyroball. Ah ja. Ja, richtig super effektiv. Ich habe schon richtig Angst. Wieso ist der schneller? So. Das letzte kriegen wir auch noch. Na komm schon. So, ich denke mal, damit hätten wir das Pokémon auch gerettet. Hier ist jedenfalls nichts mehr. Du warst lieb, oder? Genau, du warst lieb. So. Ja. Stahlos. Guten Tag. Was war nochmal effektiv gegen Stahl? Ich weiß es nicht. Was? Wie? Wie mega evolving? Wieso kann ein Stalos sich von alleine in einen Mega-Stalos entwickeln? Kann mir das mal jemand verraten? Das finde ich nicht okay. Ich glaube, ich brauche Feuer, oder? Ich habe ein kleines Problem, habe ich so im Gefühl. Ja. Ich könnte auf einen Freeze spekulieren. Immer mal Hydropumpe. Autsch. Ich glaube, ich weiß, wer es erledigen wird. Und zwar Radikal mit Sucker Punch. Ein Megastalus ist aber ein cooler Gegner. Easy. Easy. Wie? Der lebt doch. Wollt ihr mich verarschen? Wieso lebt er noch? Visenio, hast du Ruckzuckhieb? Du hast doch Ruckzuckhieb, Visenio, oder? Du hast doch auf jeden Fall Ruckzuckhieb. Du hast keinen Ruckzuckhieb. Scheiße. ja. Okay. Ich werde gerade von einem Mega-Stalos fertig gemacht. Jawohl, sehr gut. Oh, das war aber ganz schön stark, das Mega-Stalos. Okay, jetzt aber.
Oh cool, das möchte mit mitkommen. Ja, klar. Gut, da oben war ja ein Pokémon Center. Ich hoffe, jetzt kommt keiner. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen noch schnell ins Pokémon Center. Heilen unsere Pokémon. So, zack. Und dann werde ich mich mal passend positionieren. So, warte mal, da unten ging es ja noch weiter. Ich hoffe, da geht es auch wirklich weiter und nicht nur irgendwie 5 cm oder so. So, dann werde ich mich mal genau hier hinstellen. Und dann werden wir uns mal in der nächsten Folge ein bisschen weiter mit dem westlichen Teil des Valley of Steels beschäftigen. Gucken, was es hier noch so gibt. Und dann gehen wir mal wieder zurück in den Osten. Sagen hier, jo, wir haben uns um die Pokémon gekümmert. Und dann können wir, denke ich mal, auch in diese eine Höhle rein, wo uns vorhin noch der Zugang verwehrt wurde. Und was mit den Daily Quests auf sich hat, das werden wir auch noch erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao.